Leute, mittlerweile scheint es tatsächlich nur noch Formsache zu sein, dass Cross-Progression in Season 18 tatsächlich endlich kommt. Und wir können alle nur hoffen, trotz der Probleme in Season 17 mit dem Ranked-System, wo auf jeden Fall in Season 18 auch was passieren soll. So viel kann ich euch auf jeden Fall schon sagen. Es sind nämlich neue Quellcodes aufgetaucht und sämtliche Dataminer, die das jetzt in den letzten Tagen nochmal thematisiert haben, sind sich sicher, es wird kommen mit dem tatsächlich mega, mega negativen Beigeschmack, dass wir kein Account-Merging haben. Sprich zu Deutsch, wir fügen Accounts zusammen und haben quasi sämtliche Inhalte von beiden Accounts zum Beispiel auf einem Account, sondern wir müssen uns tatsächlich einen Hauptaccount auswählen. Und einer der letzten Quellcodes in den letzten, der viertletzte und der drittletzte, has main profile und main profile can reset. Diese beiden Sachen sollen ausschlaggebend dafür sein, dass sich sämtliche Dataminer, die eigentlich schon seit Jahren in den Quellcodes rumschnüffeln und meistens den ganzen Spaß auch relativ zuverlässig interpretieren. Da sind sich nämlich tatsächlich alle einig, dass Cross-Progression genau so funktioniert. Du willst von PlayStation auf PC wechseln, von mir aus auch umgedreht. Du hast zwei Accounts, du musst dich für einen entscheiden. Heißt, wenn du auf zwei verschiedenen Accounts, von mir aus zwei Heirlooms hast, kannst du nicht aus zwei Heirlooms hier und zwei Heirlooms da vier machen. Vier machen. Das heißt, ein fester Account muss bleiben, dein Hauptaccount, dein fester Account, dein Main-Account, wie auch immer. Und dann musst du dich entscheiden, wechselst du tatsächlich die Plattform oder bringst eben lieber doch nichts. Aktuell ist immer noch nicht klar, können wir, wenn du von PC auf PlayStation wechselst oder Xbox oder sonst was, kannst du wieder zurückwechseln. Das kann ich leider nicht sagen. Ich gehe zwar davon aus, die Frage ist, was passiert dann mit diesem einen Account, der dann irgendwo in der Schwebe ist, weil du kannst ja auf einer Plattform mit einem Anmelde oder mit einer Anmelde-ID kannst du ja nicht zwei Accounts verwalten. Also es könnte natürlich sein, dass einer dann komplett futsch ist. Da müssen wir mal noch warten. Also ich gehe davon aus, kurz vor Season 18 wird Respawn sich mit Sicherheit deutlich zu Wort melden. Mit offiziellen Informationen und dort werden wir dann endlich erfahren, wie es genau funktioniert. Aber das reine Verschmelzen inhaltlich für dieses Video soll euch nur sagen, es wird definitiv nicht gehen. Macht euch am besten jetzt schon mal einen Kopf, wenn ihr wirklich lange, lange vorhattet, Cross-Progression zu nutzen. Überlegt euch zweimal, ob ihr das wirklich machen wollt. Wenn ihr mehrere Accounts habt, wenn ihr sowieso nur einen Account habt und wolltet einfach endlich auf euren mega geilen PC wechseln, dann spielt es für euch tatsächlich überhaupt keine Rolle, aber für alle, die zwei Accounts verschmelzen wollen, verabschiedet euch von diesem Gedanken, das wird nicht funktionieren. Ladies and Gentlemen, lange drumherum geredet, ihr wisst jetzt Bescheid, ich bin auf eure Meinung gespannt, wie immer, und verbleibe mit freundlichen Grüßen, haut rein, ciao.